mich jetzt, wo das eigentlich alles anfängt. Wie wird man denn Kaufmann? Das muss man ja lernen. Diese ganzen, du musst rechnen lernen, du musst schreiben lernen, du musst verhandeln lernen. Wie funktioniert das und wo lernt man sowas? Dafür musste ich ja lange zur Schule gehen. Und dann, um dann noch einen Beruf zu lernen, muss ich ja noch eine Ausbildung machen oder noch lange studieren. Wie war das denn damals? Das werde ich mal gleich Timo fragen. Ja, ich habe mich gefragt, wo der ganze Weg des Kaufmanns anfängt. Also wo haben denn die Kaufmänner damals angefangen, lesen und schreiben zu lernen? Das konnten sie in der Schule lernen. Aber die Schule hat damals eine sehr lange Entwicklung hinter sich. Bedeutete gleichzeitig, wenn ich jetzt in ein Kloster gegangen bin, um lesen und schreiben zu lernen, dann musste ich wirklich Mönch oder Nonne werden. Ah, okay. Das heißt, wenn ich eigentlich nur schreiben oder lesen möchte oder lernen möchte, dann verpflichte ich mich gleich der Kirche. Ganz genau. Also mit 6 Jahren wurde man meistens schon dann von seiner Familie abgegeben. Also das heißt, die Eltern haben das eigentlich entschieden und nicht gar nicht die Person selber. Richtig. Und meistens hatte man dann gelernt bis 12 Jahre. Okay. Und da auch ganz ähnliche Sachen, wie wir in der Schule lernen. Man hat dann gelernt Arithmetik und Geometrie, also Teile der Mathematik. Okay. Astronomie, also die Sterne am Himmel. Ganz genau, das musste man auch lernen. Und Musik. Gesang war zum Beispiel sehr wichtig. Das kennen wir auch heute noch in der Kirche, noch mal viel sehen. Das stimmt. Kirchen gehen. Genau. Dann konnte man ja gar nicht Kaufmann werden. Man konnte nicht Kaufmann werden und lesen und schreiben lernen. Das war wirklich schwierig. Deswegen gab es immer häufiger Anfragen, ob man denn wirklich dann Mönch oder Nonne werden müsste. Ja. Und irgendwann hat die Kirche entschieden, okay, wir möchten das auch den Menschen in der Stadt ermöglichen, Bildung zu erlangen. Und dann haben sie in den Städten, da wo der Bischof seinen Sitz hat, nämlich beim Dom, eine Domschule eingerichtet. Okay, ist es die Schule, die immer noch die Schule zum Dom ist hier? Ganz genau, also in Lübeck haben wir tatsächlich noch die Domschule. Und da ist man auch dann mit 6 Jahren hingegangen und hat bis 12 gelernt. Aber so ein Tag war schon hart. Also man ging zur Schule, morgens ging es mit Sonnenaufgang los, also manchmal um 5 Uhr morgens schon, und hat dann häufig bis 5 Uhr nachmittags gelernt. Und meistens gab es in diesen Schulen auch keine Stühle oder Schreibtische, sondern man hat gesessen auf dem Boden, meistens in einem erwärmten, beheizten Raum, und hat dem Lehrer dann zugehört und musste lernen und hat manchmal auch Notizen auf seine Wachstafel hinterlassen. Das ist ja cool. Hast du mal so eine Wachstafel da? Ich habe da eine mitgebracht. Die hier ist sogar zweiseitig. Wow, okay. Und, na, haben wir schon gehört, im Holz, also genau. Da ist dann was, eine Vertiefung drin und da ist dann das Wachs eingelassen. Ja. Dies hier ist dann der Stilus. Und damit kann man das dann hier so reinkratzen fast sogar oder reinritzen. Und dann am Ende ist hier dieses, das ist so ein bisschen platt hier und dann kann man das einfach wieder so wegradieren so ein bisschen. Also glatt streichen ist es ja in dem Fall. Das mussten die Schüler bestimmt zu Hause auch vorbereiten dann wieder für den nächsten Tag, oder? Es gab auch Hausaufgaben. Ja. Und die Schultage waren halt ja eben lang, also auch anstrengend, aber die Schule ging nicht das ganze Jahr durch. Okay. Und man muss sagen, die Schule hat man eben auch nur von 6 bis 12 Jahren besucht, also auch wieder nur sehr kurz. Und genau, mit 12 konnte ich dann entscheiden, will ich denn jetzt vielleicht doch Mönch werden oder möchte ich lieber Kaufmann werden, wie mein Vater zum Beispiel ein Kaufmann ist. Denn meistens wird der Beruf weiter vererbt. Ja. Das heißt, meistens wird man im Mittelalter das für einen Beruf, was der Vater schon als Beruf hatte. Und so ist man eben jetzt schon mal gut vorbereitet, man kann lesen und schreiben. Deswegen wurde dann später auch im Jahr 1262 in Lübeck eine erste freie Schule eröffnet. Okay. Wo man nicht mehr Latein gelernt hat oder nur noch weniger Latein und keine Musik, dafür aber mehr Schreiben und mehr Rechnen. Und das war dann sozusagen die erste richtige Schule, wo man als Kaufmann richtig für den Beruf schon vorbereitet wurde. Und warum das Schreiben für die Kaufmänner noch sehr wichtig war, das zeige ich dir am besten mal in einem anderen Raum.
Ja, dann sehen wir uns das mal an. Die Kaufmänner fangen also an, ihre eigenen Aufzeichnungen zu verfassen. In einem Kaufmannsbuch zum Beispiel, wo sie reinschreiben, was sie gekauft haben oder verkauft haben. Ja. Aber ganz besonders wichtig ist für sie auch das Lesen und Schreiben, um Briefe zu schreiben. Damals werden also unglaublich viele Briefe geschrieben. Ja. Und von dem Kaufmann Beckinghusen haben wir einige dieser Briefe erhalten. Das sind fast 600 Stück, die wir noch haben. Also wirklich eine große Menge. Man muss erstmal 600 Briefe schreiben, das ist schon ordentlich viel. Ja, da kriegt man den einen oder anderen Handkraft. Ja, genau. Von diesen kleinen Briefen sind dann eben wirklich Hunderte und Tausende täglich transportiert worden durch ganz Europa. Wie lange hat es denn gebraucht? Wo hat denn der Kaufmann gewohnt und wenn er das aus Brüggen den Brief losgeschickt hat? Wie lange hat denn das gedauert? Das kommt dann immer darauf an, ob ich gerade das richtige Schiff finde, dem ich den Brief mitgeben kann. Ah, okay. Also in der Regel funktioniert es wirklich so, dass man seine Briefe jemand anderem mitgibt, den man kennt, wo man weiß, der fährt gerade zum Beispiel von Brügge nach Lübeck. Mhm. Aber es gibt auch andere Wege, die ein bisschen schneller sind. Es gibt auch richtige Botensysteme, also Briefträger sozusagen, die dann mit den Pferden von einem Ort zum anderen Ort reiten und auch dann vielleicht versuchen, möglichst schnell zu reiten. Dafür müssen sie dann natürlich häufiger auch das Pferd wechseln. Ja. Und dann dauert es wenige Tage, während das mit dem Schiff auch schon mal Wochen dauert. Ja. So, wie ihr wisst, sind die Kaufleute ganz viel gereist. Dort haben sie ganz viel gekauft und auch verkauft. Das Ganze funktionierte ja mit Geld. Und um da den Überblick zu behalten, gab es zum Beispiel so ein Rechentuch. Denn es gab ja noch keinen Taschenrechner, so wie wir ihn kennen. Das heißt, die Leute mussten im Kopf oder halt mit so einer Hilfe den Preis der Ware ausrechnen. Ich werde euch mal dieses Prinzip erklären. Und zwar müsst ihr dazu diesen Zettel sehen. Das ist jetzt einmal das ganze Tuch umgedreht. Diese Reihe steht für Tausender. Der Zwischenraum für 500. Diese Reihe, diese Linie steht dann wieder für 100. Der Zwischenraum für 50. Diese Linie für 10. Der Zwischenraum für 5. Und die untere Linie steht für die Einer. Wir werden mal ausrechnen, was wir jetzt hier auf diesem Tuch haben. Wir haben in dieser Reihe, die ja für die 100 steht, 200er. Das heißt, wir haben schon mal 200. Dann haben wir im Zwischenraum eine Münze, die steht für 50. Das heißt, wir haben schon mal 250. So, dann haben wir noch mal 3 Zehner. Das sind 30 dann insgesamt. Also 250 plus 30 sind 280. Und dann haben wir noch einen Einer. Das heißt, es macht 281 Münzen. So, auf dieser Seite haben wir nur eine Münze auf dem 100er Streifen, das heißt, wir haben 100. Wir haben 4 von diesen Münzen auf der 10er Linie, das heißt, das macht 40. Also 140 plus 2, da wir nur 2 Münzen auf der 1er Linie haben, macht 142. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie die Leute das zusammengerechnet haben. Erstmal haben sie es einfach nur zusammengeschoben und dann kann man das ja noch vereinfachen. So. Denn wir können ja jetzt hier draus, haben wir ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zehner. Da können wir ja aus 5 von diesen Zehnermünzen 50 machen. So, die kommen weg und ein 50er kommt ja in diese Reihe. Das heißt, es ist das Gleiche. Aber wenn wir 2 50er haben, die machen ja auch 100 aus. Das heißt, wir können ja eine da reinlegen. So, so sieht dann das Endergebnis aus und das können wir ganz einfach zusammenrechnen. Wir haben 400er, das heißt, wir haben 420, weil wir 2 Zehner haben. 420 plus 3 sind 423. Und das ist dann das Ergebnis von dieser Rechenaufgabe. Da aber nicht jeder Kaufmann immer so ein Rechentuch dabei hatte, haben die Leute auch an den Fingern gezählt. Wir kennen das ja so, dass wir jetzt hier an unseren Fingern nur bis 10 zählen. Die Kaufmänner haben aber so gezählt, dass sie immer die Fingerkuppen auch mitgezählt haben. Das heißt, sie haben mit dem Daumen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, an einer Hand konnten sie bis 12 zählen. Wenn sie dann diese 12 voll hatten, haben sie an der anderen Hand einen Finger hochgehoben. Dann geht's weiter. Dann haben sie wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt haben wir schon 2 mal 12. Das heißt, wir wissen, wir haben 24 Münzen oder was auch immer, 24 Teile bekommen, die wir zusammengerechnet haben. Und so insgesamt so konnte der Kaufmann an der Hand bis 72 zählen. Und deswegen vermutet man auch, also diese 12er Schritte, deswegen vermutet man auch, dass die Münzen, diese Einheiten immer bis 12 gingen, weil der Kaufmann an der Hand bis 12 zählen konnte. Und ja, dann fehlt ja eigentlich nur, den Brief zu schreiben. Das stimmt. Die Kaufleute im Mittelalter. Ja, das würde ich super gerne ausprobieren. Ja, cool, dann machen wir das doch.